Hi, schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video. Heute geht es um Hundebekleidung. Ich habe da einiges gekauft und endlich auch passende Sachen für Tinky gefunden. Ich bin echt glücklich darüber, denn das geht schon ja seit Jahren immer, dass wir nie was wirklich gut Passendes finden. Immer ist alles zu groß, zu klein, komisch geschnitten oder sie mag es nicht tragen. Das gibt es leider auch. Ja, wenn ihr sehen möchtet, was wir geshoppt haben und woher die Sachen sind, dann bleibt jetzt dran. Alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind von Shein. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox, da könnt ihr euch gerne reinklicken. Und noch kurz vorab, bei Shein gibt es eigentlich immer Rabattcodes, also ich schaue immer. Meistens bietet Shein sogar selbst welche an und falls nicht, geht einfach mal in Google und sucht da mal, da wird man immer fündig und kann sich wirklich den ein oder anderen Euro sparen. Ein Minuspunkt gibt es aber, bei Shein ist es so, ihr könnt Artikel für Tiere nicht mehr zurückgeben. Das heißt, wenn ihr zu groß oder zu klein kauft, dann gibt es da leider keine Erstattung, das wollte ich nur sagen. Aber für mich ist es wirklich kein Problem, denn ich sag mal so, die Jacke hat jetzt 7 Euro gekostet, passt wie angegossen. Und ich sag's euch, wir haben schon echt viel durchprobiert und viel Stress gehabt. Und sie hatte nie eine gescheite Winterjacke und da habe ich das einfach auf mich genommen. Ich habe auch einen Fehlkauf gehabt, zeige ich euch aber alles und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Tinky ist wirklich ein relativ kleiner Chihuahua. Der Rücken bei ihr ist 23 cm lang und die Brust 29 cm. Ich glaube, der Hals sind so 16, 18 cm ungefähr. Was noch zu sagen wäre, gleicht trotzdem immer die Größen bei Shein ab, weil ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel anhand von dieser Jacke. Ihr klickt einfach bei dem Artikel auf Größenberater und dort werden euch wirklich alle Größen angezeigt und die jeweilige Zentimeterangabe. Ich mache euch mal ein Beispiel anhand von dieser Jacke. Da haben wir jetzt die Größe M genommen und die gibt es allerdings aber auch noch in S. Da wäre die Abmessung Brust 32, Kragen 23 und Rückenlänge 20, also da merkt man ja schon, dass das sowieso nicht passt und ich empfehle euch sowieso eine Größe größer, weil wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es dann passt, weil wenn wir ungefähr passend gekauft haben, ist es so, dass es ihr am Bauch nicht zugeht oder sehr, sehr eng ist und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben ja wie gesagt M genommen, da sind die Abmessungen Brust 37, Kragen 26 und Rückenlänge 25. Wie ihr merkt, etwas größer, als sie eigentlich benötigt, aber somit passt es dann auch. Und jetzt kommen wir mal zu dieser wunderschönen Jacke. Ja, das ist so eine Teddyjacke, sage ich mal. Ich finde das Muster wirklich toll, die Farben auch. Also sehr, sehr herbstlich und schaut mal, dieser Teddy hier ist doch total niedlich, oder? Was mir sehr, sehr wichtig war, ist, dass ihre Sachen hier solche Karabiner dran haben. Weil somit müssen wir kein Geschirr mehr drunter ziehen, weil ich finde, das ist immer ein bisschen blöd, besonders bei so kleinen Hunden, wenn ihr die halt so dick einpackt mit der Jacke, dann noch das Geschirr drunter. Also die können sich immer schlechter und schlechter bewegen. Deshalb habe ich darauf geachtet, dass Karabiner dran sind. Da könnt ihr wirklich easy die Leine reinmachen und das funktioniert gut. Wir haben in den letzten Tagen die Jacken ausgetestet und das funktioniert auf jeden Fall super. Und was ich wirklich auch empfehlen würde, es macht nicht jedem Hund was aus, aber manche mögen es nicht so gerne, wenn man Knöpfe oder einen Reißverschluss am Bauch hat. Deswegen ist die bessere Alternative auf jeden Fall, wenn das über den Rücken zugeht. Also das ist auch überhaupt gar kein Problem bei Tinky, nur am Bauch mag sie nicht so gerne. Finde ich persönlich auch etwas unpraktisch vom Anziehen her. Ich muss auch sagen, die Jacke hält super warm. Wir haben nämlich mal reingegriffen, als wir draußen waren. In den letzten Tagen war es wirklich echt kalt. Und da ist auch so tolles Teddyfell innen und es hat wirklich total warm gehalten. Also Tinky war ganz warm am Körper und mit der Jacke sind wir total zufrieden und die trägt sie auch wirklich gerne. Ich habe mich ja leider auch vergriffen, was die Größen betrifft für Tinkerbell. Und zwar habe ich eine super, super schöne Jacke für Weihnachten gefunden. Schaut euch die doch mal an. Also die ist doch echt so niedlich, ja, für den Winter, für Weihnachten mit so einem Elch hier. Die Nase ist so ein Bommel. Schön in rosa und es ist ein ganz, ganz weicher Stoff. Hier haben wir auch wieder den Haken dran, dass man die Leine einhaken kann. Allerdings geht diese Jacke jetzt am Bauch zu. Es ist jetzt noch folgendes Problem. Diese Jacke passt ihr zwar, allerdings ist sie am Bauch zu eng. Und da, wo die Beine durchkommen, das ist auch einfach ein bisschen zu eng. Und aus diesem Grund kann sie die leider nicht tragen. Und deshalb sage ich, eine Größe größer. Man erschreckt sich zwar erstmal, und zwar ist das hier jetzt S. Hier haben wir XS. Es ist wirklich sehr viel größer und ich habe auch gedacht, es wird viel zu groß, aber es passt wirklich perfekt. Also sie hat genug Freiheit an den Beinen und am Bauch ist auch nichts zu eng. Leider nicht mehr in rosa verfügbar, was mir so gut gefallen hat, aber das Blau finde ich auch wirklich schön. Und ein ganz weicher Stoff,
Wie gesagt, der Haken ist dran, der Kragen macht auch gar nichts, also der behindert nicht beim Laufen oder so. Was mir auch immer wichtig ist, dass die Jacken nicht zu starr sind, keine Mützen, so Kapuzen dran haben oder irgendwelche Bommel, die runterhängen, weil es nervt den Hund einfach. Es sieht wirklich süß aus, aber das ist halt wirklich nicht funktionell. Falls ihr für Weihnachten noch eine süße Jacke sucht, schaut euch unbedingt mal die hier an. Die ist auch innen total schön gefüttert, also ganz, ganz weich und ich denke auch, dass die super warm halten wird. Wie gesagt, da haben wir jetzt Größe S genommen. Freue mich schon, ja, wenn sie die im November, Dezember trägt. Preislich liegen die Jacken jetzt bei 7 Euro. Weiter geht's mit einem Weihnachtspullover. Fand ich so, so schön. Schaut mal. Also die Farben finde ich toll und auch das Muster sehr süß. Hier mit den Elchen da unten. Ja, das sollen Weihnachtsbäume sein. Schneeflocken, Rollkragen und hier unten habt ihr noch sowas für die Beine, was wir allerdings nie benutzen. Das mag Tinkerbell gar nicht. Das würde ich rausschneiden auf jeden Fall. Ja, und hier kommen die Beine durch. Das ist auch sehr weich und lässt sich gut dehnen, sage ich mal. Es ist ja auch wichtig, dass es nicht so starr ist. Ja, leider können wir den Pullover Tinky nicht anziehen, da das jetzt die Größe XS ist. Ist leider zu klein. Ich habe gedacht, das könnte passen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ja, lieber eine Größe größer nehmen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch den Pullover zeigen, weil er geht von Größe XS bis XXL. Also können wirklich, denke ich, viele Hunde tragen. Sehr, sehr günstig, der Pullover kostet 3,25 Euro. Dann kommen wir zu dieser wunderschönen Jacke. Leider nur was für die Mädels unter den Hunden. Ja, schaut euch die mal an. So ein schönes Muster und wirklich so schön weich hier oben. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Also das ist super weich und innen auch sehr, sehr schön gefüttert mit so einem Teddyfell, sage ich mal. Die Verzierung finde ich auch total schön hier unten mit den Knöpfen. Und hat hinten auch den Karabiner. Wir haben S genommen, hätten aber lieber M nehmen sollen. S hatte jetzt bei der Brust 32 cm, Tinky hat 29 und da habe ich gedacht, das könnte passen. Allerdings ist es so, dass es am Bauch nicht zugeht. Das bedeutet dann wirklich ein paar Zentimeter größer nehmen. Die Jacke gibt es von S bis XXL und ich habe gerade gesehen, S und M sind ausverkauft, aber die größeren Größen wären noch da. Also falls ihr schnell seid, könntet ihr sie noch ergattern. Ich finde sie wirklich schön und bin traurig, dass Tinky sie nicht tragen kann. Eine wunderschöne Jacke und ich glaube, die hält auch echt gut warm. Also nichts für Regentage, aber für kühle Tage ohne Regen ist die auf jeden Fall ideal. Zur Abwechslung zeige ich euch jetzt mal eine Jacke, die 1A passt und so eine habe ich mir auch für Tinky gewünscht für die kalten Tage. Ja, das ist eine Jacke, die ist wirklich relativ hochgeschnitten mit dem Kragen. Sehr, sehr viel Beinfreiheit, also da ist wirklich genug Platz. Geht auch nicht ganz so weit runter am Bauch, wie ihr seht. Hat hier hinten einen Reißverschluss. Ja, hinten am Rücken kann man das zumachen. Und natürlich wieder die Karabiner, dass man kein Geschirr drunter ziehen muss. Da haben wir jetzt übrigens Größe S genommen und das passt jetzt perfekt. Die Jacke liegt bei 8,50 Euro. Und was die Qualität betrifft, ich muss euch ehrlich sagen, also ich bin zufrieden. Ich kann jetzt natürlich nur über die Sachen sprechen, die ich auch gekauft habe. Kann natürlich sein, dass es da in der Qualität Abweichungen gibt, je nachdem, welches Modell ihr kauft. Sachen hier sind alle super. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Fäden komplett raushängen oder irgendwelche Nähte offen sind. Also bis jetzt ist alles top. Kann natürlich sein, dass die Langlebigkeit dieser ja, Hundebekleidung nicht so ist wie jetzt bei namhaften Herstellern, zum Beispiel Hunter oder so. Ne? Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen, aber mir war einfach wichtig, dass Tinky was Passendes bekommt und wir sind bei Shein fündig geworden und wie gesagt, wir hatten da echt Stress. Wir haben seit Jahren nach einer gescheiten Winterjacke geguckt, aber letztes Jahr zum Beispiel hatten wir eine von Hunter, die haben wir dann anprobiert und die war viel zu steif und hat auch irgendwie überhaupt gar nicht von der Körperform, also hat gar nicht zu Tinkys Körperform gepasst. Also da hatten wir echt schon viele Probleme und wir waren schon überall. Wir waren schon bei Futterhaus, bei Fressnapf, bei Kölle Zoo und auch schon total oft im Internet bestellt. Jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Jacke. Ich würde sagen, das ist so eine mittlere Jacke für die nicht allzu kalten Tage. Ich habe es zweimal gekauft, denn wie gesagt, die erste Bestellung war ja so, dass die Sachen leider zu klein waren. Und dann habe ich nochmal bestellt, eine Größe größer. Und zwar diese wunderschöne, ja, ich sag mal herbstliche Jacke. Ist keine Regenjacke und ist keine Jacke für so richtig kalte Tage, würde ich sagen. Eher so zum Übergang. Hier seht ihr einmal Größe S und da ist M. Und M passt Tinky wirklich gut. S ist leider, wie auch die anderen Sachen, zu klein. Die Jacke ist unten zum Schließen, was ich ja nicht so gut finde. Und hier wieder den Karabiner dran. Da sind so süße Hundegesichter drauf. Ich hoffe, man kann es sehen. Innen sieht die Jacke so aus. Da hat die so ein Karo-Muster.
Und ja, fühlt sich gut an, ist weich, also ist jetzt nicht starr oder so. Wieder genug Platz an den Armen. Die Jacke liegt bei 7,50 Euro. Ja, das war's auch schon. Ich habe euch alles gezeigt, was ich gekauft habe. Habe jetzt auch die Sachen mit reingenommen, die Tinky leider nicht passen. Ja, einfach aufgrund dessen, dass ich eine Größe zu klein genommen habe. Aber die sind wirklich toll und einfach für euch als Inspiration. Alle Sachen, die ich euch gezeigt habe, sind aktuell und findet ihr in der Infobox. Klickt euch da einfach mal durch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir würden uns über eine, ja, Pfote nach oben freuen. Und ich würde sagen, bis ganz bald. Ciao!